Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 7. Wir sind in der Ork-Ogerburg. Gerade mal was umschauen. Wir haben auf jeden Fall gerade einen Schlüssel bekommen. Oh. Und wieder eine Zufallsbegegnung. Ein paar Gorn Ranger. Das sollte kein Problem sein. Den hauen wir auf die Mütze. Aufgestiegen. Im Inneren der Kaserne steht eine Horde von Gorn. Ja, das ist der zweite Kasernenraum. Den hauen wir auch wieder auf die Mütze. Erstmal mit Schlaf, erstmal alle ein bisschen betütteln. So, die. Und die kriegen noch einen schönen ab. Die auch. So, und du haust drauf. Dorn lassen wir einen schönen. Na, haben wir irgendwas hier? Frostbeule. Aber noch kein Feuerball. Schte. Ja, komm, da machst du Frost drauf. Frostbeule. Schön hoch hier, höchste Stufe. Und du gehst mit einem Feuerball in Aktion. Stufe 3. Da fast alle am Pennen. Dann wollen wir mal. Halt. Chojin trifft nicht, weil er zu sehr auf die anderen haut. Okay. Jetzt trifft er wieder. Sam trifft auch. Und ihr könnt ruhig in die zweite und dritte Reihe hämmern. Eine Schallwelle. Sehr schön. Ah, so wie es aussieht, hat Nehmer die ganze letzte Truppe alleine gekillt. Ah, da hat einer überlebt. Oh, das heißt, die sind wieder wach geworden. Nicht gut. Ja, beenden wir mal die Truppe, würde ich sagen, im Nahkampf. Skaide tut sicherheitshalber mal mit draufhauen, damit er auch kaputt ist. So, und du machst irgendeinen schönen Schlafzauber auf die. Und die drei gehen wir mal mit dem Feuerball an. Sehr schön. Einmal Irrlichter. Und einmal Gedankenattacke. Los geht's. Dürften schlafen. Ja, das tun sie. Sehr gut. Das gab bestimmt wieder gut Erfahrungspunkte. Und wir finden eine Lanze, eine Rüstung, einen Schlüssel. So, diese Lanze müssen wir uns was genauer anschauen. Hast du noch Platz? Ich hoffe. Und den Schlüssel kriegt wie immer Skaide. Aber erst speichern, falls wir aufsteigen. Nein, keiner aufgestiegen. Okay. Was haben wir da bekommen? Prüfen. Ein Lederhalsberg. Okay, also eine Lederrüstung. Samurai kann sie sogar tragen.
aber Ranger, Druide, da wir irgendwann Druide werden, behalten wir die mal, geben die aber jemand anders. Hier, du kannst die anziehen. Halt, da war doch Dawn. Eine Lanze. Kann nur von der Valkyrie und dem Lord getragen werden, okay. Wenn wir wohl verkaufen, könnte natürlich später von Nutzen sein. Für, weil ich sehr wahrscheinlich Dawn später zu einer Valkyrie machen werde. Wird sich aber noch zeigen, schauen wir mal. Geben wir das erstmal. Ja, am besten auch wieder den Sam. Mensch, also das mit der Reihenfolge hier. Verstehe, wer will. Und die Mucke war gerade etwas laut. Sollte ich vielleicht einen Tick runtergehen? So. Wir sollten mal voll rasten. Ja, also nur noch Soundblaster Sound, aber ich wollte weiter Let's Playen. Keine Ahnung, warum er da Probleme macht mit dem Roland. Wieso heilt sich er nicht? Was hat er, dass er sich nicht heilt? Das ist seltsam. Hat er irgendwie so einen Fluggegenstand an? Hast aufhören? Was stimmt hier nicht mit dir? Vielleicht seitdem du das hier anhast, haben wir hier einen Identifizierungszauber. Kannst du sowas? Nee, nur Geheimnisse entdecken. Aber unten die Magier vielleicht. Schauen wir mal. Fallenanalyse. Geheimnisse identifizieren. Ja, gib das mal bitte der Nahema. Sehr schön. Identifizieren. Ja, ruhig mal ein paar mehr Punkte, oder? Hier so, 3. Ah, ich muss es in der Hand haben, ne? Super, clever. Oder muss ich das von hier drinnen machen? Aha, von hier drin. Ja, Spezialresistenz, nichts. Verfluchung steht auch nichts drüber. Daran hat es nicht gelegen. Wieso hat er da keine Lebensenergie neu bekommen? Das ist sehr seltsam. Na gut, dann heilen wir ihn halt. Ich hoffe, da ist nicht irgendein Bug entstanden. Ist ja ziemlich verbuggt, das Spiel. Ja, machen wir nochmal eine Heilung. Diesmal etwas kleiner. Ja, auch immer nicht ganz, aber es sollte ausreichen. Okay, buffen wir uns. Du fängst an. Zauberklinge. Stufe 5. Und Rüstung. Stufe 5. Dann einmal für dich die Richtung. Na? Stufe 5. Und Geheimnisse entdecken, Stufe 5. Sehr schön. So, gehen wir noch einmal hier rum, damit wir den kompletten Bereich haben. So, und hier waren wir noch nicht. Ork, Ogre, Waffen und Versorgung. Hm, sehr schön. Können wir die einfach so knacken? Nö, können wir nicht. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Dann benutzen wir Waffenkammerschlüssel. Yay, das ist die richtige. Hallo, irgendjemand zu Hause? Wir würden gerne eure Waffenkammer plündern.
Ist das angenehm? In der Waffenkammer stehen Reihen mit Lanzen, Bögen, Pfeilen und entlang der hinteren Wand seht ihr alte Lederrüstungen. Ein Speer, noch 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 ein Speer, eine Hellebarde. Ja, massig Zeug, was wir verkaufen könnten. Wir nehmen mal hier diese Hellebarde mit. Naja, gib die mal ihm. Den Rest lassen wir da. Lassen, 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 lassen. Oh Gott, ich muss die alle anklicken und sagen lassen, oder wie? Du findest einen Bogen. Noch einen Bogen, noch einen Bogen, noch einen Bogen. Und Pfeile, und noch mehr Pfeile, und noch mehr Pfeile. Ja, wir finden jede Menge Gedöns, was wir alles nicht brauchen. Also das ist im Endeffekt der Dungeon, wo wir dann uns komplett ausrüsten könnten jetzt hier. Das sind zwei Waffenkammerteile, glaube ich. Aber wir schauen mal, ob wir Rüstung finden. Ja, das ist schon interessanter für uns jetzt, wenn da was Vernünftiges bei ist. Also das sieht schon besser aus. Das ist eine Art Harnisch. Aber das hier drunter. Die Handschuhe schauen wir uns mal an. Die schauen wir uns mal an. Und die nehmen wir auch mal mit. So, den Rest lassen wir hier. Und tschüss. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Okay, wir haben Panzerhandschuhe hier. Samurai Lord, Valkyrie und Krieger können es tragen. Es macht minus 5. Dann schauen wir nochmal. Panzerhandschuhe hat er auch. Panzerhandschuhe, aber noch bessere. Kupferhandschuhe hat sie. Minus 10er. Ja, ist natürlich besser. Ja, Kupferhandschuhe, wieder besser. Okay, dann können wir das hier ablegen. Und nochmal bei Dawn vorbeischauen. Lederharnisch. Druide Ranger. Was war B? Weiß ich nicht. B, Valkyrie, Lord und Samurai. Lederharnisch macht minus 5. Minus 6, okay, das ist definitiv besser. Ninja und Fee kannst du sowieso nicht tragen. Du hast eine matte Rüstung an. Macht minus 4. Okay, die ist schlechter. Dann können wir die eigentlich wegwerfen. Ablegen. So. Ziehst du die an? Und Chojin hat einen Plattenpanzer, der natürlich besser ist. Der müsste 10 haben, ne? Genau. Dann, ach so, kann ich noch die Gegenstände wegwerfen, die ich nicht brauche. B. Ja, so wirklich brauche ich das alles nicht. Okay, Druide minus 7. Das ist schon ziemlich cool für einen Druiden. Für einen Priester. Was war denn D? D, D, D. Das ist auf jeden Fall Zioniker, glaube ich. Muss man nochmal die genauen Klassen alle angucken. So, und dann gehen wir am besten auf den Ninja. Weil der hat die Klasse nicht geändert und hat ziemlich hohe Werte und könnte eigentlich alles werden jetzt. Klasse. Bade ist B. Bade ist B. Okay. Ist immer der Anfangsbuchstabe. Mensch ist. Mensch war M. Magier, Priester. D ist Dieb. Okay. B könnte Bischof auch sein. Abbruch. Ende.
Das könnte Bischof sein auch. Bischof oder Bade. Jetzt weiß ich nicht, welches das ist. Sehr wahrscheinlich wird es Bade sein. Wir behalten es mal. Das ist eigentlich ziemlich cool. Minus 7. Zweite Wanderkarte brauchen wir nicht. Ablegen. Dann schauen wir uns mal die andere Waffenkammer an. In der Ecke des Versorgungsdepots stehen mehrere Fässer und einige Kisten. Hier schon mal nichts. Aha, hier blinkt das Auge, wie ihr seht. Hier ist also irgendwas. Da wollen wir mal suchen. Als ihr eine der Fässer öffnet, seht ihr, dass sie eine getrocknete, braune, lederartige Substanz enthalten, die mit Salz verkrustet ist. Ihr riecht an der Flüssigkeit und sofort dreht sich euch der Magen um. Okay, das ist immer noch zu laut. Deswegen machen wir noch einen Tick leiser. Halt, das war zu leise. So, okay. Eine Untersuchung der Kiste ergibt, dass die Gefäße beinhalten, die mit Organen und Eingeweiden von Tieren gefüllt sind, eingelegt in eine dicke, schleimige Flüssigkeit. Ihr blast den Staub vom Deckel der Kiste und entdeckt die Aufschrift Munk. Okay. Munk. Sechs Munk Pökelfleisch. Fünf Munk Pökelfleisch. Sechs Munk Pökelfleisch. Ein Munk Innereien. Ein Munk Innereien. Ein Munk Innereien. So, das sind story-relevante Gegenstände. Da müssen wir, die werden später noch wichtig sein. Deswegen werden wir etwas von dem Pökelfleisch mitnehmen. Geben wir mal ihm. Und von den Innereien nehmen wir auch eins mit. Können wir die kombinieren? Dann nehmen wir alle mit. Restbögen vielleicht kann hier bleiben. Schauen wir doch mal. Hä? Können wir kombinieren, sehr gut. Und das tun wir auch hier rüber. Questgegenstände. Der Rest kann weg. So. Okay, das war nur an der Stelle. Also wir können das noch den Rest noch aufsuchen, falls wir mehr brauchen. Die Zelle scheint sich etwas zu bewegen. Wir haben doch einen Schlüssel bekommen, oder? Gefängnisschlüssel. Genau. Keine Wirkung. Scheint also der falsche Schlüssel zu sein, wie es aussieht. Bewegt sich irgendwas drin? Nur den einen Schlüssel, ne? Ah ne, den haben wir noch nicht identifiziert. Keine Wirkung. Geben wir den gerade mal ab. An Dawn, damit ihr den identifizieren kann. Ein Kronenschlüssel. Kronen, zwei Eisenschlüssel sind für Standardtüren. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den können wir schon wegwerfen. Aber behalten wir es einfach mal, falls wir doch eine Tür irgendwie nicht aufkriegen. Noch haben wir ja noch keinen Platzmangel. Vielleicht musste der erst identifiziert werden. Kronenschlüssel. Keine Wirkung. Okay, wir kriegen hier diese Türen noch nicht auf. Dann weiter nach oben und schauen, wo da die Schlüssel passen.
dass ich jetzt doch irgendeine Zelle aufbekommen hätte. Das waren ja, glaube ich, 6 oder 7. So, jetzt kommen bestimmt wieder die blöden Mönche. Sollte mal zwischenspeichern. Kriegen wir diese Tür jetzt auf? Gefängnisschlüssel? Keine Wirkung. Ach, der Gefängnisschlüssel ist der Schlüssel vom Gefängnis in der Stadt, was ich einfach so geknackt habe. Ah, den brauche ich eigentlich nicht mehr, den kann schon weg. Aha, das ist der richtige Schlüssel. What's up? Gorn. Ein Obergorn, den wir gleich auf die Mütze hauen. Wohl Abbruch. Besser haut die vordere Reihe drauf. Und du tust sie einschläfern. Und der Rest haut auf die vordere Reihe. Damit wir den Hauptkerl von denen töten. Ah, ist schon gefallen. Die anderen sind alle eingeschläfert von Shojin. Sehr gut. Ein Schwert. Können wir uns mal näher angucken, aber eigentlich brauchen wir es auch nicht. Schauen wir mal. Aha, Aufstieg. Drei und fünf, das gefällt mir nicht. Oh, 6 und 7, hervorragend. Ja, Stange, Stab, Bogen wird später interessant. Also im achten Teil werde ich das öfters mal anwenden. Da könnten wir es eigentlich schon mitleveln. Wir haben es gleich ja sowieso schon hier auf 100. Machen wir es mal hoch. Das andere kriegen wir sowieso auf 100 hier. So, Schwimmen auf 10. Sehr gut. Jetzt müssen wir Klettern hochkriegen. Traumaturgie. Ah, ist eigentlich wichtig. Kiryutsu ist aber auch wichtig. Komm, machen wir das auf 45. Wohl wichtiger ist erstmal die Zauber zu kriegen. Naja, auf jeden Fall die Zauber. Speichern. Kiryutsu können wir immer noch hoch machen. Feuerschutz, das ist nicht schlecht. Ich da lieber was anderes hätte. Geschoss, Alarmglocken, Spinnwebe, Steinschlag. Dann hätte er mehr Punkte hier oben. Das wäre natürlich nicht schlecht. Auch wenn ich es gar nicht nutzen werde da. Ja, das machen wir. Steinschlag. Zionika-Aufstieg. Ja, da ist wieder egal. Hauptsache gute Punkte. Oh, 8 am Ende, das ist nicht schlecht. Ja, machen wir mal deinen Bogen hoch. Wie auch immer. So, Schwimmen ist hoch genug. Dann doch lieber hier das Klettern. Theosophie. Puh, Qual der Wahl. Zionischer Stoß. Zauberauge. Spuk. Ah, da kommt einiges neues Zeug. Weichmacher, Lehmen, Schallwelle. Und dann Schadenszauber für eine ganze Gruppe endlich mal. Weil sie das Problem hat, dass sie das nicht machen kann.
Aber besser wären hier so Sachen, die man nicht lernt. Später als Mage kann sie das auch nochmal machen, eine Schallwelle. Moment mal. Wo war das? Zionika. Allows the caster to see the surrounding area from an overhead view. The size and detail of the area seen depends on the power level of the spell. Ja, können wir ein bisschen Zauberauge, ein bisschen die Gegend auskundschaften. Level 4 Zauber vom Zionika. Obwohl der Mage kann das auch noch lernen. Dann lassen wir es mal weg. Das kann auch der Mage lernen. Wir wollen jetzt ein Only-Spell vom Zionika lernen. Gibt's hier sowas? Ich klick die gerade mal alle durch. Sind etwa 20 Stück. Braucht einen kleinen Moment. Habe also jetzt ein weiteres Fenster aufgemacht, wo ich. Aha! Zionic Fires. Das ist der zionische Stoß. Das ist ein Level 2. Ne, den haben wir schon gemacht. Zionic Blast, das ist der. An extreme and powerful jolt of mental energy that scrambles the creature's brains and causes 1 to 7 hit points of mental damage per power level and maybe cause insanity. Okay. Mind Read. Okay, da können wir. Ja, Gedanken lesen braucht man eigentlich nicht, aber es ist ein Only Spell, deswegen wäre vielleicht interessant. Ja, einen Schadenszauber brauche ich bei ihr eigentlich nicht, deswegen lasse ich den zionischen Stoß weg. Gedanken lesen wäre interessant, weil das kein anderer kann. Deswegen nehmen wir es einfach mal rein. Ja, so machen wir es. 2 und 8, aber 2 ist echt mies. 8 ist natürlich super. Naja, komm. Wird schon gut gehen. Naja, nee, ich hätte lieber mehr Punkte bei dem anderen. 4 und 7, das ist gut. Hier der eine Punkt ist total unwichtig. So, haben wir einen mehr hier bekommen. Sehr schön. Und Theosophie. Gedanken lesen. Blinzeln. Stille. Stille brauchen wir. Sehr schön, wieder einige aufgestiegen. Das scheint hier nicht zu sein. Sind wir denn jetzt hier? Da kamen wir her, ne? Auf dem Boden des Ganges entdeckt ihr einige dunkle Punkte. Blut. Ah, ja, genau. Die Stelle wird später nochmal wichtig hier mit den Blutflecken. Ja, 4 Stück sollte kein Problem sein. Da brauche ich aber vorher einen Gegenstand für. Und dann kriegen wir hier dieses Tor auf. Die Party hat gesiegt.
Will ich nicht. Weg damit. So, dieses Tor kriegen wir da später aus. Mokatus äußere Gemächer. Schauen wir uns aber das nächste Mal an. Bis demnächst, euer Chojin.